1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder da nach einer langen Sommerpause. Ich hoffe, ihr seid auch da. Hier geht alles so weiter, wie ihr das bei uns hier und von uns gewohnt seid. Im Fernsehen sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe ein Stück neuen Tisch bekommen. Der WDR hat gedacht, so nach 9 Jahren gönnen wir dem Domian mal ein bisschen was und schenken ihm einen neuen Tisch. Also ich habe ein Stückchen mehr Tisch bekommen und einen ganz schicken Vorhang. Hier im Hintergrund, der ist pflegeleicht, den können wir leicht waschen, wenn er mal verschmutzt ist. Aber ansonsten ist alles so wie immer, wie ihr das kennt. Dieses hier ist eine Telefon-Talkshow und ihr könnt hier live in der Nacht anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Also, die obligatorische Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir jetzt hier im Radio bei 1 Live und im Fernsehen zu unterhalten? Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder Mailadresse domian@wdr.de. Und das ist immer so was ganz Besonderes, nach der Sommerpause mit dem ersten Anrufer zu sprechen. Bin ich mal ganz gespannt, wer das ist. Der erste Anrufer, das ist eine Anruferin und sie ist 16 Jahre alt und heißt Diana. Hallo Diana. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Um was geht's denn bei dir, Diana? Es geht darum, dass ich einen Herrn habe, einen Gebieter. Oh. Du bist eine Sklavin. Genau. Genau. Ist ja auch so das Normalste der Welt. Erklär es uns genauer. Du hast einen Herrn. Ja, ich habe einen Herrn. Also eine sexuelle Beziehung mit einem älteren Mann. Ja, wie alt ist der? 30. 30. Mann, aber sehr alt. Er sieht nicht so alt aus. Sieht viel jünger aus, ist mir klar. Ja. Er fühlt sich viel jünger, ist klar, ja. Gut, also wie hast du den kennengelernt? Ich habe ihn dadurch kennengelernt, dass ich, ich hatte halt mal einen Freund, also einen festen Freund. Ja. Und der war halt in einer Rollenspielgruppe und das wollte ich halt ausprobieren. Und eben jetzt mein Herr, der war halt damals der Rollenspielleiter. Und ja, dadurch habe ich den halt dann kennengelernt. Ja. Wie lange besteht jetzt der Kontakt schon? Vierteljahr. Ja. Weiß ich nicht so ganz genau. So, jetzt hast du den kennengelernt, du sagst, das ist mein Herr. Wie hat man das sich vorzustellen? Erklär das mal Leuten, die davon überhaupt keine Ahnung haben, die das noch nie gehört haben. Was heißt das? Ich habe einen Herrn. Ja, das bedeutet halt, mein Körper gehört halt ihm. Mhm. Das machst du, müssen wir hinzu sagen, das machst du ganz freiwillig. Ja, natürlich. Mhm. Es war auch aus ganz freien Stücken und ich habe ihn darauf angesprochen, dass ich ihn halt anziehen finde. Ja. Das heißt, er kann mit dir wirklich alles machen, im Sexuellen oder darüber hinaus wahrscheinlich auch? Nicht alles. Es gibt bei uns drei Hauptregeln. Ja. Das ist Nein ist Nein. Ja. Stopp ist Stopp. Ja. Und jeder kann jederzeit aussteigen. Das ist eine gute Grundlage. Ja, das kam dann auch von ihm und das fand ich auch ganz super. So muss man das auch machen, das ist völlig klar. Wann hast du schon mal Nein gesagt? Wann habe ich schon mal Nein gesagt? Ich hatte schon mal Nein gesagt, als er mir irgendwie gesagt hat, von wegen, das meinte er aber nicht ernst, sondern das hat er halt nur als Prüfung sozusagen gesagt, wusste ich natürlich nicht, ob er mir auch ins Gesicht schlagen darf. Mhm, das hast du gesagt. Da habe ich Nein gesagt. Ja, also so weit geht es nicht. Aber so auf den Popo schlagen kann er schon mal. Ja. 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 Und wann hast du Stopp gesagt? Stopp habe ich gesagt, wenn es mir zu viel wurde, irgendwie im sexuellen Sinn. Ich bin halt sehr empfindlich an gewisse Punkte, am Kitzler. Und da sage ich halt dann auch mal Stopp. Ja. Ist das jetzt für dich so eine reine sexuelle Beziehung mit diesem deinem Herrn? Oder würdest du sagen, das ist sogar eine Liebesbeziehung? Also zusammen sind wir nicht. Wir haben uns auch eigentlich darauf geeinigt, dass keine Beziehung irgendwie bestehen wird. Also wie keine Beziehung bestehen wird? Also zwischen euch beiden?
also keine feste Liebesbeziehung, so dass es rein ganz öffentlich ist, dass wir jetzt zusammen sind. Also das wird nicht bestehen, sagt er. Ja, könntest du dir vorstellen, dass du dich in ihn verliebst? Ob ich mir das vorstellen könnte, sagen wir es mal so, es besteht auf eine Art von uns beiden eigentlich was, aber wir haben uns halt darauf geeinigt. Ja, es ist ja auch noch frisch und wer weiß, wie sich alles noch ergibt. Weißt du, ja, das kommt mir dazu. Weißt du, Diana, was ich seltsam finde? Ich hatte hier in der Sendung schon einige Male Sklaven, die auch von ihren Herren erzählt haben. Die waren aber alle in der Regel älter. Nun bist du erst 16 Jahre alt. Ich wusste mit 16 Jahren überhaupt noch nicht, wo der Hase lang lief. Ich hätte überhaupt nie so einen Wunsch äußern können. Wie kommt es, dass du in dem Alter schon genau weißt, dass du so etwas willst? Das ist ja schon eine sehr spezielle Form der Sexualität. Das ist eine gute Frage. Wie kommt das? Also was ich zum Beispiel auch weiß, ich bin bi. Also das habe ich auch schon ausprobiert und das kam halt dann irgendwie, alles kam dann das so mit der Zeit. Also ich habe dann halt... Wann hast du angefangen, sexuelle Erlebnisse zu haben, zu machen? Soll ich das wirklich sagen? Ich bitte darum, ja. Ihr fangt ja heute also, alle so sehr früh an. Es wird mich nicht vom Stuhl hauen. Soll ich raten? Mein erstes Mal hatte ich mit 12. Ja. Naja. Haben wahrscheinlich viele heutzutage schon. Ich weiß es nicht. Man hört es immer so. Ja. Ja. Wissen das deine Eltern, dass du so etwas doch eher Bizarres machst? Ich wohne mit meiner Mutter zusammen und ja, die weiß das. Die weiß das? Die weiß eigentlich, ja, die weiß eigentlich alles Bescheid. Also die weiß eigentlich seitdem alles Bescheid, seit ich meine erste Freundin hatte. Wie alt warst du da? Also die erste lesbische Beziehung hattest? Genau. Wie alt warst du da? Da war ich, 14? 14. Finde ich gut. Das heißt also, deine Mutter ist eine gute Freundin, eine gute Gesprächspartnerin. Ja. Mit der du auch all diese ganzen Sachen dann so bekakeln kannst. Ja. Mit ihr kann ich über alles reden. Ja, das meine ich damit. Ja. Geht das denn auch, dass der Herr dann zu euch nach Hause kommt und in dein Kinderzimmer und da geht es dann zur Sache und die Mama trinkt nebenan Kaffee? Ist das auch? Geht das auch? Nein, also so weit gehe ich von mir her auch nicht. Okay, er war mal hier, meine Mutter kennt ihn auch und dann reden wir auch ganz normal. Mhm. Aber es gibt auch Tage, wo wir das ganz einfach lassen und ganz einfach normal miteinander reden, normal freundschaftlich. Ja. Eigentlich ja. Also wir müssen das nochmal klarstellen. Wenn jemand sagt, ich habe einen Herrn, dann bedeutet das, dass man diesem Menschen freiwillig untertan ist, ne? Ja. Und es bedeutet auch, dass man auch in sexueller Hinsicht sich so, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, diesen Menschen völlig hingibt. Ja. Ne? Das können dann auch schon mal härtere sexuelle Praktiken sein, wenn man darauf steht. Muss aber nicht sein. Ne? Genau, man kann ja auch Nein sagen. So, wie du es gerade erklärt hast. Geht es bei dir oder bei euch auch so in den SM-Bereich, dass es auch schon mal, dass eine Peitsche schon mal dabei ist? Also, wir hatten letztens mal eine Katze ausprobiert. Eine Katze, was ist das? Eine neunschwänzige Katze, das ist halt so eine mit mehreren, wie nennt man das? Also so eine Peitsche mit mehreren Bändeln dran. Genau. Ja. Das hatten wir mal ausprobiert. Das heißt, er hat das bei dir ausprobiert? Genau. Ja. Gefiel mir auf eine Art, auf eine andere Art auch nicht. Also mir wurde es dann halt nach einer Zeit zu viel und da habe ich dann halt auch Stopp gesagt und dann haben wir das erstmal so. Wie stellst du dir so, ich frage jetzt mal eine Frage in die Zukunft. Man hat ja immer so Wünsche, irgendwie vielleicht mal eine Familie zu haben oder sich groß zu verlieben, die große Romantik zu erleben. Hast du auch solche Sachen im Kopf oder bist du da ganz anders gepolt? Also, ich habe eigentlich schon solche Wünsche, dass ich halt schon eine Familie gründe und so weiter, dass ich halt auch heirate. Ich möchte natürlich allein enden, das Bitte? Ist klar. Bitte? Ich möchte natürlich nicht allein enden, ja. Das ist klar. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so genau sagen soll. Also im Moment... Ist wahrscheinlich auch schwer. Du bist im Moment in der Phase, wo du so etwas erlebst und die Erfahrung machst. Und was in 5, 6, 7 oder 10 Jahren ist, kann man gar nicht sagen. Ist sehr spekulativ. Ne? Ja. Ich finde das ganz irre, muss ich dir sagen. Ich finde es auch toll, wenn man schon in so jungen Jahren auch schon so eine dezidierte Sexualität ausprobiert. Warum nicht, wenn man neugierig ist und auch eine gewisse Gewissheit hat, dass man das gerne machen möchte. Ich finde es toll. Ich finde es in Ordnung. Es ist alles im Rahmen des Abgesicherten und nichts Schlimmes dabei. Ne? Gut, das freut mich, dass du so eine Einstellung hast. Ja, finde ich. Deine Mama ja offensichtlich auch. Ne? Sonst hätte sie dir ja wahrscheinlich ja was anderes gesagt.
Ich habe schon so in etwa erwartet von wegen, ja, geht doch nicht so, man kann das doch nicht machen. Nein. Also man hört das halt öfters. Deine besten Freundinnen, wie reagieren die darauf? Sagen wir es mal so, ich habe nicht wirklich beste Freundinnen. Gibt es denn im Freundeskreis Leute, die das wissen oder praktizierst du das eher so im Geheimen? Also so richtig habe ich eigentlich nur so ein paar Kumpels und die wissen etwa Bescheid. Also da spreche ich nicht so großartig drüber. Ja. Also ich bin sehr gespannt, so sagen wir mal so in 10 Jahren nochmal mit dir zu reden, wo sich das Ganze so hin entwickelt hat und wo du dann in deiner sexuellen Entwicklung und überhaupt bist. Telefonieren wir dann nochmal, alles klar? Genau, ich kann mich ja noch melden. Ich freue mich, dass du angerufen hast und dass wir gesprochen haben, Diana. Ja, genau. Und ich wollte noch sagen, der neue Tisch und der neue Vorhang, sehr hübsch. Na wunderbar, das gefällt uns gut. Meine Liebe, mach's gut, tschüss. Tschüss. So, Freunde, draußen im Lande, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Dieses hier ist eine Live-Sendung, eine Live-Telefon-Talkshow im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ran ans Telefon oder mailt. Und wenn ihr anruft, wenn ihr mailt, dann bitte eure Telefonnummer mit aufschreiben, damit wir euch dann auch rasch zurückrufen können. Der nächste Anrufer ist... Die nächste Anruferin ist die Eva. Hallo Eva. Hallo. Du bist 17, ne? Ja. Um was geht's bei dir, Eva? Ich bin im Moment schwanger. Ja. Würde es auch gerne bleiben. Mhm. Habe aber Angst, dass ich das Kind verliere, weil ich mit 15 schon ein Kind verloren habe. Mhm. Das ist jetzt zwar weniger das Problem, aber das größere Problem kommt, dass ich erst einen Monat schwanger bin. Ja. Das ziemlich früh wusste. Bitte? Und ich wusste das ziemlich früh. Ich wusste schon beim ersten, zweiten Tag, war mir das schon klar, dass ich schwanger bin. Mhm. Und hab's aber erst vor einer Woche oder so bestätigt gekriegt vom Arzt. Ja. Von wem bist du schwanger? Ist es dein Freund oder ist es so nur... Mein Ex-Freund ist es. Und wir waren vielleicht einen guten Monat zusammen. Und er meinte halt große Liebe und er verlässt mich nicht und... Mhm. Hat mich auch versucht zu ändern. Ich habe mich für ihn anders da angezogen, habe für ihn eigentlich alles gemacht, bin zu ihm hingezogen, habe es mir mit meiner Mutter ziemlich versaut gehabt in der Zeit. Mhm. Und dann hat er halt gemeint, von wegen, ob ich nicht schwanger werden will. Und habe ich halt gemeint, eigentlich eher weniger, weil ich keine Kinder wollte. Na, vor allen Dingen, weil du auch noch so jung bist. Ja, abgesehen halt davon. Ja. Und habe mich halt drauf eingelassen, weil er halt gemeint hat, er bleibt bei mir und er kümmert sich mit drum. Ein schöner, fieser Typ ist das, will ich ja gleich mal sagen. Wenn er dich hat so unter Druck gesetzt, dass er dann bei dir bleibt, wenn du schwanger wirst. Ja, er wäre auch so bei mir geblieben, hat er zumindest behauptet, aber ich glaube es ihm halt nicht mehr. Also bist du nach... Ihr wart ganz kurz zusammen erst. Ja. Ne, dann bist du zu ihm gezogen und bist dann letztendlich auf seinen Wunsch hin, hast du dich auf die Schwangerschaft eingelassen, bist du schwanger geworden. Ja. Und nun ist er weg. Ja, jetzt hat er mich vor 2 Wochen aus seiner Mutter ihrer Wohnung wieder rausgeworfen. Mit welcher Begründung? Weil ich habe psychische Probleme und ich habe für ihn auch damals meine Tabletten extra weggelassen und habe halt dementsprechend Depressionen bekommen. Mhm. Er hat mich auch nicht richtig beachtet. Mhm. Das Einzige, was ich von ihm hatte, waren mal 5 Minuten, dass wir mal gekuschelt haben und sonst ist er immer mit seinen Kollegen und mit mir weggefahren und hat Bier getrunken. Das war dann alles. Und bin mit ihm noch arbeiten gegangen und alles. Und hat er denn jetzt, er hat dich ja rausgeschmissen, sagst du? Ja. Ne? Hat er das ausführlicher begründet, warum er jetzt mit dir nicht mehr will? Er meinte, er schafft es nicht mehr mit mir und ich weiß nicht, er hat halt gemeint, er geht innerlich kaputt und Wie alt ist er? 20. Mhm. So, und jetzt stehst du da und bist schwanger und weißt nicht, was du machen sollst. Ja, ich will das Kind zwar behalten und ich hätte ihn auch eigentlich auch gerne zurück, aber wenn ich wieder zurück bin, weiß ich, dass mein Kind, das würde ihm nicht gut tun, wenn ich den ganzen Tag nur Alkohol um den Ohr hatte. Moin, habe ich nicht verstanden jetzt. Das Kind ist mein Ex-Freund hat so viel Alkohol getrunken und ich habe Angst, dass er Alkoholiker ist schon mit 20. Wie sieht denn deine Situation, Eva, jetzt überhaupt aus? Du bist 17 Jahre, der Typ hat dich rausgeschmissen. Wo lebst du und von was lebst du? Jetzt im Moment wieder bei meiner Mutter. Mhm. Und
ich bekomme halt von meiner Mutter halt normal halt Essen und alles. Und ja. habe überhaupt kein eigenes Geld, keine Ausbildung, gar nichts. Auch keinen Schulabschluss? Doch, schon einen Hauptschulabschluss, aber ja. das ist nicht gerade viel, wenn man schwanger ist und wenn man nicht weiß, wohin. Ja, ist klar. Nur, du hast gerade am Anfang gesagt, du hast es dir mit deiner Mama verdorben, weil du damals wieder zu dem Typ gegangen bist. Weil du, ich hab's mir nur deswegen mit ihr verdorben, aber uns ist vorher viel falsch gelaufen. Mhm. Aber das hat sich jetzt, aber das hat sich jetzt wieder einigermaßen eingerenkt. Das heißt, schon. dass du im Moment bei deiner Mutter zumindest gut versorgt bist. Im Moment schon. Ja. Ich versuche wirklich alles, vor allem jetzt im Moment mir zu helfen, aber es ist halt schwer. Wenn du jetzt dein Problem so formulieren solltest, ist das so richtig, wie ich es jetzt verstanden habe, dass du sagst, ich bin nicht sicher, ob ich die Schwangerschaft doch durchziehen soll? Nein, ich möchte mein Kind schon haben. Ich habe halt im Moment viel Angst, dass ich es verliere. Dass ich schon eins verloren habe. Und das Schlimmste für mich ist halt jetzt, dass ich alleine da stehe. Und dass ich ihn schon gerne wieder zurückhaben möchte. Aber er hat mir auch gesagt, dass er sich jetzt verliebt hat neu. Ja. Pass mal auf, lass uns mal die Themen trennen. Also du bist schwanger im ersten Monat. Du sagst, du möchtest das Kind behalten. Ja. Und das respektiere ich auch. Wenn du sagst, ich will das nicht abtreiben lassen, ich möchte das Kind haben, dann nehmen wir das erstmal so hin. Dann ist das ja auch eine richtige und gute Aussage, wo jemand Fremdes gar nicht reinreden soll. So, aber jetzt der andere Bereich. Der andere Bereich ist der Freund, der Vater. Ich finde, das Wenige, was ich jetzt von dem gehört habe, schreckt mich sehr ab, muss ich dir sagen. Ich finde, es ist kein guter Typ, wie er dich behandelt hat. Und überhaupt, dass er dich auch zu dieser Schwangerschaft gedrängt hat, finde ich sehr verantwortungslos für jemanden, der schon 20 Jahre alt ist. Dann hast du Angst auch um das Kind. Du sagst, der ist Alkoholiker. Ja. Der sagt, er hat sich jetzt wieder neu verliebt. Das deutet, das heißt ja im Prinzip, alles deutet alles in die Richtung, der will eigentlich mit dir nichts zu tun haben. Ich weiß. Ne? Dann wäre ja jetzt das Allerklügste, wenn du sagen würdest, okay, so weh es mir auch tut, ich verabschiede mich jetzt innerlich von dem Typ erstmal und kümmere mich, um Eva, die schwanger ist. Und kümmere mich darum, dass ich jetzt gesund bin und lass mich ordentlich behandeln, untersuchen vom Arzt, dass das mit der Schwangerschaft gut klappt. Und dann gibt es ja Mittel und Wege in unserem Land, dass auch junge Mädels, die schwanger werden, dass denen geholfen wird. Dass du auch eine Unterstützung bekommst und du nicht so alleine stehst. Ich habe mich ja auch erkundigt, meine Mutter hilft mir auch viel. Mhm. Für mich einfach das Problem, ich habe halt gerechnet, dass ich mit ihm zusammenbleibe. Und dann wäre das für mich auch gar kein Problem gewesen, schwanger zu werden und alles zu machen. Aber Eva, manchmal ist es halt so immer wieder, dass man, auch wenn man damit gerechnet hat und auch darauf gehofft hat, dass man mit jemandem zusammenbleiben möchte, dass es dann irgendwie dann doch nicht klappt, weil der andere geht, weil der andere nicht mehr will. Das ist immer sehr schmerzhaft, tut einem sehr weh. Und man klammert dann auch noch an der Idee und an dem anderen Menschen. Aber man kann niemanden mit Gewalt zurückholen. Und ich sag's nochmal, ich glaube fast, dass es sogar gut ist für dich, wenn du von dem Typ die Finger lässt, wenn der nicht mehr zu dir zurückkommt. Ich halte den nicht für einen verantwortungsvollen und bewussten jungen Mann. Ja. Vielleicht kommst du viel besser klar, nimm das doch jetzt mal als Aufgabe für dich, dass du jetzt deine Schwangerschaft durchziehst. Dann trägst du Verantwortung, hast du ein Kind. Und dann, ja, aber wenn ich ein Kind habe, ich weiß nicht, wer soll mich dann noch als... Ich habe sogar Angst, dass ich noch nicht mal mehr einen Freund kriege, nur aufgrund von einem Kind, weil wer mit 17 ein Kind hat... Pass mal auf, die Angst ist natürlich einerseits berechtigt. Auf der anderen Seite bin ich hundertprozentig sicher, dass du auch irgendwann wieder einen Freund finden wirst. Zumal du nur viel attraktiver bist, weil du eine erfahrene Frau sein wirst. Weil du viel eher Erfahrung sammelst als ein anderes Mädel, die nicht schwanger ist. Wenn man schwanger ist und ein Kind trägt man Verantwortung und hat eine gewisse Erfahrung. Die Sorge würde ich mir jetzt auch nicht machen an deiner Stelle. Wenn du dich entschieden hast für das Kind, ist das Allerwichtigste jetzt in der nächsten Zeit, dass du dich darum kümmerst, dass die Schwangerschaft gut verläuft und dass danach alles in geregelten Bahnen läuft. Dass du gut für das Kind sorgst. Und was dann in 2, 3, 4 Jahren ist, ist jetzt erstmal egal. Und ich bin sicher, du wirst auch wieder einen Freund finden. Ich bin ganz sicher, Eva. Also, du hast gesagt, dass deine Mama auf deiner Seite ist. Hast du gesagt, ne? Ja. Finde ich schon mal wichtig. Jetzt will ich aber nochmal fragen zu deinem Ex.
Versuchst du noch mit dem irgendwie Kontakt aufzunehmen? SMS, simst du dem oder schreibt dir? Nee, ich habe das letzte Mal angerufen, da hat er mir gemeint, dass er von wegen neu verliebt ist und so. Und da habe ich ihm gesagt, dass es mein Kind ist und dass er daran nicht rankommt. Mhm. Und da meinte er halt, er möchte Punkte Jugendamt und so dann versuchen, mein Kind doch zu sehen. Mhm. Was ich natürlich unterbinden werde. Mhm. So wird es nicht kommen und... Hast du denn am Telefon nochmal irgendwas gesagt oder gebettelt, er möge doch zurückkommen zu dir? Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe ihn, glaube ich, nur noch gefragt, von wegen, was jetzt halt los ist und wie es aussieht. Und dann hat er halt gemeint, er hat sich neu verliebt und es kommt mit mir nicht klar. Mhm. Aber so direkt gebettelt, Gott sei Dank nicht. Das schon, aber jetzt nicht mehr. Ja, finde ich auch gut, dass du sagst, Gott sei Dank. Denn viele Leute neigen dazu, dann doch noch zu betteln und zu klammern. Mensch, der hat dich jetzt hängen lassen. Du bist schwanger, du bist so jung und bist schwanger. Und er hat forciert, dass du schwanger bist und er hat dich hängen lassen. Schieß den jetzt in den Wind, Mensch. Sei froh, dass er weg ist. Der tut dir nicht gut, der Typ. Ja. Wirklich, Eva. Jetzt mache ich folgenden Vorschlag. Ich möchte, dass du auch nochmal mit meiner Psychologin sprichst, mit der Elke. Ja. Die kann dir auch noch ein paar Ratschläge geben. Ich finde jetzt die Entwicklung wichtig, dass du dich von dem löst und dass du dich um das kümmerst, was jetzt in den nächsten Monaten vor dir liegt, dass das alles gut klappt. Okay? Mhm. Liebe Eva, du legst auf und wir, das heißt meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und dann könnt ihr nochmal in Ruhe sprechen. Okay? Okay, ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, ihr Lieben, wir haben nächste Woche ein Thema hier in der Sendung. Das ist ein Wunschthema und ihr könnt entscheiden, über was wir hier nächste Woche Mittwoch reden. Und zwar könnt ihr das per Abstimmung entscheiden bei www.nachtlager.de. Da werden Themen angeboten und ihr könnt euch dann für ein Thema entscheiden und wir werden uns dann eurem Willen beugen und genau das Thema nächste Woche Mittwoch dann hier auch anbieten und besprechen. Also www.nachtlager.de, da könnt ihr entscheiden, über welches Thema wir nächste Woche am Mittwoch hier schwerpunktmäßig die ganze Sendung uns unterhalten. Juliane, wir gehen immer so mehr hoch. 16 Jahre, 17 Jahre und Juliane ist 18 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Juliane. Ja, meine Liebe, Juliane, um was geht's denn? Also, es geht darum, ich bin seit 2,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Jetzt nicht mehr zusammen. Mhm. Und er ist mir in 2,5 Jahren 11-mal fremdgegangen. Das ist viel. Ja, das ist viel. Ja. Wie alt ist denn der alte Knabe? Der ist 22. 22. Wie viel mal fremdgegangen? 11? 11-mal. Mhm. Und er hat es mir jedes Mal gesagt und das erste Mal, nachdem er fremdgegangen ist, habe ich es ihm halt sofort verziehen. Und ich denke, dass das ein Fehler war. Glaube ich auch. Ja. Ja, wobei, am Anfang kann man es ja vielleicht mal verziehen. Ja. Du sagst, am Anfang hat das dir erzählt und hinterher hat das nicht mehr erzählt? Doch, er hat es immer wieder erzählt. Ich sag mal so, ich habe das so starke Intuition. Ich weiß genau, wann er fremd geht und wann nicht. Weil er ist danach ganz anders. Er ist danach viel einfühlsamer und kümmert sich mehr um mich. Und da weiß ich genau, oh je, da ist schon wieder was. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig, ne? Also immer, wenn er nett zu dir war, dann wusstest du, er war bei einer anderen Frau. Also wenn er besonders nett war. Wenn er besonders nett war. Ja. Waren das immer so eine Nachtgeschichten oder hatte er mehrere Frauen am Laufen, mit denen dann auch immer wieder was passiert ist? Nee, das waren immer so eine Nachtgeschichten. 11-mal fremdgegangen in 2 Jahren. Aha. 2,5 Jahren. Also. In 2,5 Jahren, wie du gerade sagtest. Und hast du gerade gesagt, das ist nicht mehr mein Freund. Warum ist es jetzt nicht mehr dein Freund? Ja, weil er jetzt hat vor 3 Wochen ungefähr Schluss gemacht. Er hat Schluss gemacht. Ja, er hat Schluss gemacht, weil er seine Freiheit möchte und es würde mir alles auf den Keks gehen mit der Beziehung und hin und her. Und ja gut, ich habe es dann akzeptiert. Ich meine, was soll ich machen? Mhm. Ich kann ja nicht irgendwie anbetteln, dass er mit mir zusammenbleibt. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Ja. Achso, du hast 2 Jahre ihn quasi angebettelt? Wenn er halt fremdgegangen ist, ich habe mich noch dafür entschuldigt. Ja. Du hast dich entschuldigt, wenn er fremdgegangen ist? Ja, weil er mir dann dafür die Schuld gegeben hat. So, du bist schuld und... Inwiefern? Ja, inwiefern? Ich habe am Anfang der Beziehung habe ich ihn einmal angelogen, habe ich gesagt, ja, ich gehe nicht in die Disco, ich treffe mich mit einer Freundin und dummer Zufall, er war in der gleichen Disco wie ich. Ja, und diese Lüge, die ich am Anfang benutzt habe, die benutzt er immer wieder dazu. Ja, du hast mich damals angelogen und deshalb bin ich dir fremdgegangen. Aber bei dir ist ja nichts gelaufen. Nee, ist absolut nichts gelaufen. Du bist auch nie fremdgegangen in der Zeit? Nee, noch nie. Und wegen diesem kleinen Firlefurz hat er dich quasi erpresst die ganze Zeit? Ja, genau. Ist auch krass, ne?
Ja, ist schon krass. Sehr krass. Und du hast ein schlechtes Gewissen gehabt wegen diesem kleinen Kram am Anfang? Ja, ja, ich habe da natürlich hab ich ein schlechtes Gewissen, weil wenn man jedes Mal irgendwie was eingeredet bekommt, irgendwann glaubt man es ja, ne? Mhm. Ist ja klar. So, jetzt hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr, er will seine Freiheit haben, die er sich ja sowieso genommen hat in der ganzen Zeit, so wie ich es gerade gehört habe. Ja, genau. Aber hat keinen Bock mehr auf Beziehung, folglich hat er dich auch nicht mehr lieb. Ja, genau. Das sollte es dann wohl heißen. Und nun ist er weg. Und jetzt ist er weg. Und wir haben uns dann sozusagen in Freundschaft getrennt, haben uns auch angerufen, haben miteinander telefoniert, haben uns sogar getroffen. Mhm. Aber ich habe dann rausbekommen, er hat ein anderes Mädel kennengelernt, mhm, wo ich dann selbst rausbekomme von diesem Mädchen, sie will was von ihm. Also ich bin die Letzte, die irgendjemandem im Weg stehen will. Ja. Ja. Und deshalb habe ich zu ihm gesagt, hör zu, du kannst nicht mich treffen und sie treffen. Das verletzt sie und das verletzt mich. Entscheide dich bitte. Ja, ja. Ja, nee, er kann sich nicht entscheiden und er will nichts von dieser Frau. Und da sage ich, ja, schön, na, was machst du dann mit ihr? Wenn du dann da mit ihr eine Bettgeschichte aufziehst und ihr wünscht sich mehr davon, dann bringt es ihr nichts und im Endeffekt dir auch nichts, weil sie rennt dir hinterher und du willst eigentlich nur das eine. Okay, wir reden aber jetzt im Status, dass ihr schon getrennt seid, ne? Ja, wir sind getrennt. Dann habe ich ihm gesagt, ja, du, meine Gefühle zu dir werden auch immer weniger. Also, ja. Was ist? Also ich habe zu ihm gesagt, es ist nicht so. Ich liebe ihn natürlich über alles, ja. Immer noch. Weil es eine lange Zeit war. Immer noch. Halt. Du liebst ihn immer noch über alles, obwohl das alles passiert ist, was du gerade erzählt hast. Ja, ja, hört sich krank an, aber ist wirklich so. Mhm. So, was ist jetzt aktuell, wenn du es formulieren sollst, was ist das Problem? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich ihm gegenübertreten soll, dass er mich ernst nimmt. Das heißt, wenn er wiederkommen würde, ja, angenommen, er würde wiederkommen und würde sagen, ja, es tut mir alles so leid und so, wie kann ich ihm klar machen, dass wenn er es nochmal macht, dass ich weg bin? Ich weiß nicht, wie ich ihm gegenübertreten soll, dass er mich ernst meint. Ich finde, da sollte es gar kein ein weiteres Mal gehen, Juliane. Ich finde, die Sache ist gelaufen. Oh, okay. Ja, die ist gelaufen. Der Typ ist dir 11-mal in 2,5 Jahren fremdgegangen. Du bist erst 18 Jahre alt. Er ist 22, sagst du. Aha. So, der hat sich von dir getrennt, weil er gesagt hat, so wie du es gerade zitiert hast, er will seine Freiheit haben und es ist nicht mehr sein Ding. Ja. Jetzt ist die Sache tot, Mensch. Jetzt ist Schluss. Der macht dich doch nicht zum Hansel. Wenn der jetzt wieder zu... Es kann ja gut sein, dass der Bursche so drauf ist, jetzt klappt das irgendwie nicht mit einer anderen Frau. Ach, ich zu der Juliane, die ist so treu doof, zu der kann ich wieder zurückgehen. Ja. Ich sag's jetzt mal bewusst böse. Ja, ja. Ne? Die macht den ganzen Kram mit. Nein, du musst jetzt Nein sagen, du musst jetzt hart bleiben. Wenn er jetzt kommt, jetzt Schluss. Genug der Demütigung, genug der Verletzung, jetzt ist Feierabend. Gar nichts mehr. Von mir aus noch ein paar Mal treffen, wenn du sagst, freundschaftlicher Basis, aber da bin ich auch mal sehr skeptisch mit dieser freundschaftlichen Basis, vor allen Dingen, wenn eine Seite noch interessiert ist, dann klappt das sowieso nie mit der Freundschaft, dann ist es immer das Beste, man geht ganz auf Distanz erstmal und lässt die ganze Sache erstmal ein bisschen sich beruhigen. Ja, ist halt schwerer, als es sich anhört. Ne? Das ist super schwer, Juliane. Das wissen wir alle, die wir Liebeskummer hatten und alle hatten was schon und in einer Lage waren wie du. Das ist immer schwer, aber es gibt da keinen anderen Weg. Ja, weil er sagte halt am Wochenende auch zu mir, ja, ich weiß nicht, das ist so, ich empfinde ja noch was für dich. Ja, damit legt er dir doch einen Köder hin. Damit wirft er dir so ein Speckwürfelchen hin, weil er genau wittert, dass du durchaus noch scharf auf ihn bist. Das ist ja schon fast perfide, wenn das der andere macht, dann kocht er dich natürlich weich damit, ist doch völlig klar. Da musst du tapfer Nein sagen, da musst du sagen, ja okay, dann empfinde, aber du hast genug Chancen gehabt. Hat er doch gehabt, ne? Ja. Ja, hat er. Nein, Julian, jetzt ist, also wenn du es schaffst, Nein zu sagen, ist das ein großer Sieg. Jedes Mal, wenn du jetzt Ja sagst, ist es eigentlich eine Niederlage. Ich glaube nicht an eine Zukunft, so wie du es mir gerade geschildert hast. Ich glaube, dass wenn das so lange so gelaufen ist, wird das auch nicht mehr besser. Es sei denn, es passieren wahnsinnige Sachen. Und dann müsste er das unter Beweis stellen. Dann kann man immer noch reden. Aber nicht mal so ein bisschen und noch, lass uns doch noch mal ein bisschen und so und so. Nee. Nee, er sagte halt so, ja, und was ist, wenn ich dir dann ewige Treue schwören? Ich musste so lachen, ich konnte nicht mehr. Ich hab gesagt, ja, in 2 Monaten sieht es dann wieder ganz anders aus. Ist ein bisschen albern, ne? So ein und er so, nee, er hat sich wirklich geändert und... Lass ihn mal
gut auf Distanz. Weißt du, wenn der das... Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Naja, 3 Wochen. 3 Wochen, so. Wenn der das wirklich sehr, sehr ernst meint mit dir und dich wirklich sehr, sehr liebt, lass dir mal ein paar Monate in Ruhe und lass dir mal ruhig ein paar Monate zappeln. Und wenn er in einem halben Jahr immer noch kommt und sagt, Juliane, es ist mir sehr ernst, ich möchte zu dir zurückkommen, kann man reden. Dann hat das auch unter Beweis gestellt. Aber nicht so, heute eine Laune so, morgen eine Laune so. Jetzt heißt es Nein sagen. Ha? Mhm. Toi, 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 alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Juliane. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt und euch per E-Mail melden wollt, dann macht das unter domian@wdr.de. Jetzt habe ich 2 Leute hier. Das ist schön. Edeltraut, 51 Jahre alt, hallo. Ja, Stadler Völker, hier bin ich, Edeltraut, hallo. Ja, und der Karl ist auch noch da, der ist 54. Ja, der sitzt im Nebenzimmer. Edeltraut, um was geht's? Es geht um Lampenfieber. Lampenfieber oder Prüfungsangst, wie man immer das nennen mag. Also, ich versuche es ganz kurz oder zumindest so zu machen, dass es verständlich ist. Bitte. Wir tanzen Standardturnier. Kannst du dir was drunter vorstellen? Na klar, sicher. Im Fernsehen sieht man das manchmal. Ja, das ist ja nun ganz hohes Niveau. Wie gesagt, die Standardturniere oder auch die Lateinturniere sind aufgeteilt in 5 Klassen. Das fängt mit D an, C, B, A und die Sonderklasse. Wir schweben so fast in der Mitte. Aha. Wir sind kurz vorm Aufstieg in die B. Wow. Ja, wow. Aber folgendes. Unser Problem, was heißt das Problem meines Mannes eigentlich, ist folgendes, dass wenn wir tanzen müssen, jetzt unter den Bedingungen, Turnierbedingungen, da ist sein Leistungsabfall so stark, dass er also dann höchstens maximal 50, ja, manchmal sogar ja, 55% seiner normalen Trainingsleistung bringt. Mhm. Das ist natürlich oberübel, weil im Grunde genommen wir dadurch oft, nicht immer, aber oft schlecht abschneiden, je nachdem, wie er gerade drauf ist. Ja. Das kann man aber vorher gar nicht abschätzen, im Grunde genommen. Ja. Es entscheidet sich, wenn wir auf die Fläche gehen, dann merke ich auf einmal, der ganze Kerl zittert oder zumindest dann passieren natürlich auch Fehler. Es kann passieren, dass ihr anfangt zu tanzen und je nachdem, in welcher Kondition er ist, dass er nach der Hälfte der Zeit abkackt. Oder? Nein, nicht Kondition. Kondition ist bei beiden relativ gut. Ja? Also klar, wir trainieren auch 3-mal die Woche, dann hat man ja schon eine gewisse Kondition. Sondern er, also es ist wirklich so eine Prüfungsangst, dass in dem Moment, wo er merkt, da sind zig Zuschauer, so, das ist ja immer so. Ach so. Da sind die Prüfer. Ah, obwohl, also eigentlich ist das ein Thema, was wir schon lange auch diskutieren. Für andere manchmal auch ganz lustig ist. Für uns ist das überhaupt nicht mehr lustig. Also es können richtige Dramen dann passieren, weil er so Angst hat und so irrational reagiert dann. Ja, absolut. Ja. Und das ist ja vegetativ bestimmt. Das geht also wirklich dann so, dass ihm wirklich die Knochen zittern. Ja, ich verstehe. Du kannst dir ja vorstellen, jemand, der zittert, der kann auch keine Höchstleistung mehr bringen. Na klar. Ja, klar. Das kennt man ja auch vor Prüfungen, ne? Wenn man dann plötzlich so... Ganz genau. Und ich denke auch, dass die Ursache sicher auch darin liegt, er hat immer schon Stress mit Prüfungen immer gehabt. Er ist zwar relativ gut durch sein Leben da durchgegangen, aber, und ich versuche ihm immer zu vermitteln, mein Gott, das Tanzen ist doch bitteschön nichts Wichtiges. Jetzt hast du gedacht, rufst du da mal an, vielleicht kommen wir da gemeinsam irgendwie auf eine Lösung, wie man das auffangen kann. Richtig, weil... Kann ich den Karl denn mal sprechen? Ja, den kann ich dir, warte mal, ich nehme das andere Telefon. Gib ihm mal bitte, ja, genau. Einen Augenblick, bitte. Ja. Karl 54, der Standardtänzer, der immer so aufgeregt ist und vor lauter Aufregung irgendwie mitten im Standardtanz nicht mehr Standard tanzen kann. Morgen, hallo Karl. Hier ist der Karl. Mann, ich habe gerade gehört, was los ist bei euch. Ja, das ist schon heiß. Wenn ich also theoretisch gesehen im Keller tanze oder wo kein Mensch ist, da bin ich gut drauf und das raffe ich dann voll weg. Genau, geh mal ein bisschen näher ans Telefon, dann höre ich dich besser. Ja. Aber wenn ich dann, wenn ein Tanzturnier ist und die Bude voll ist und ich stehe in der Mitte und das geht los und da geht schon langsam los. Und manchmal hat man ja Tage, da ist man gar nicht gut drauf oder eher weniger gut drauf und dann tanzt man los und dann geht's los. Und dann tanzt sich auch manchmal Figuren, die es gar nicht in dem Tanz gar nicht mehr gibt. Vor lauter Aufregung. Vor lauter Aufregung. Und dann ist nichts mit Gewinnen und so. Nee, das ist nichts mehr drin. Wie lange tanzt ihr beiden Hübschen denn schon? Och, so nicht, aber man kennt sich lange, aber so ungefähr so 25 Jahre. Nee, ich meine auch so richtig Standardtanz. 25 Jahre. Ungefähr so vier Jahre. Ach, vier Jahre. Und war das mit der Aufregung, mit der Nervosität von Anfang an immer, so? Das immer war schon immer. Nur manchmal in den niedrigen Klassen hat man das besser im Griff. Und wenn es in die höheren Klassen geht, dann wird es dann schon enger. Und das ist, weißt du, das Thema Lampenfieber ist wirklich ein Riesenthema. Ja. Was eigentlich alle Leute kennen, die schon mal eine Prüfung gemacht haben. Autoprüfung, Schulprüfung, Uniprüfung. Ja, ja, ja. Was meinst du, wie viele Leute so, Kollegen, irres Lampenfieber haben, wenn sie hier im Fernsehen oder im Radio auftreten? Ja, ja. Die hinter der Bühne, ich habe es oft schon erlebt, dann
keinen Satz mehr sagen können, vor lauter Aufregung. Ganz genau, so ist das. Und das ist doch die gleiche Richtung. Ja, das ist die gleiche Richtung. Und es gibt dafür kein Patentrezept. Ja. Es gibt kein Patentrezept. Das Allerbeste, also ich habe es so für mich rausgekriegt, war, dass ich mich immer und immer wieder solchen Situationen gestellt habe. Und je öfter ich das gemacht habe, desto weniger wurde auch das Lampenfieber und die Aufregung. Funktioniert aber auch nicht bei jedem. Nee, das ist richtig. Und da kommt ja auch die Tagesform dazu. Kommt auch hinzu. Ich würde mal sagen, wenn man über einen großen Zeitraum damit überhaupt nicht klarkommt und man muss das nicht machen, dann würde ich mir diesen Stress nicht antun. Dann sollte man das sein lassen. Ja, wirklich, ja. Warum soll man denn... Ich meine, das Tanzen, es geht euch doch wahrscheinlich auch um das Tanzen, um den Spaß. Ja, das ist vollkommen richtig. Ne? Ja, müsst ihr ja nicht solche Turniere tanzen, dann könnt ihr auch einfach so zum Spaß tanzen. Wenn das für dich, wenn du so gebeutelt bist und wenn du so einen Stress dadurch hast und nach vielen Jahren das überhaupt nicht in den Griff zu kriegen ist, lieber Gott, dann lass es sein. Ja. Dann tust du dir nicht an. Es geht ja ans Herz, es geht an den Kreislauf, es geht überall hin. Ja, das ist... Du hast wahrscheinlich richtig Herzrasen, ne, wenn du dann da stehst auf der... Das gibt hier unter Umständen, ja. Und das gibt innerbetriebliche Störungen, die man sonst überhaupt nicht hat. Ne? Ja, innerbetriebliche Störungen, genau, ja. Ja, die hat man dann, ja. Und meine Frau ruft, ich rufe mal bei Domian an, die ist nämlich ein Fan von dir. Ja. Sie sitzt nämlich jede Nacht davor und kommt morgens nicht aus dem Bett raus. Wobei ich glaube, dass die Edeltraut, so wie ich sie gerade kennengelernt habe, das sehr gerne macht mit den Standardtänzen. Und, ja, das macht sie auch gerne. Ja, und wenn ich jetzt den Rat gebe, wenn das zu schlimm für dich ist, lass es sein, wird ihr das vielleicht nicht so gut gefallen? Ne, mir auch nicht im Prinzip, weil ich es ja auch gerne auch tue. Und das ja. Ich denke, vielleicht, der Domi hat vielleicht einen Tipp drauf, wie kriegt man sowas in den Griff? Nein, habe ich nicht. Also ich habe mit so vielen Leuten über Lampenfieber schon gesprochen. Jeder hat ja irgendwie so eine andere komische, manchmal irrationalen Trick, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Sei es Yoga zu machen oder zu meditieren oder autogenes Training. Es gibt so viele Sachen, die man schon ausprobieren kann. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob es dann funktioniert. Ja, wir können ja mal Folgendes machen. Mhm. Ich frage jetzt mal euch hier draußen im Lande, wenn ihr auch unter Lampenfieber leidet, vielleicht habt ihr einen ganz, ganz schlauen und guten Tipp hier für den Karl, dann mailt uns das doch oder versucht jetzt noch anzurufen und wenn ihr mailt, geben wir das an Karl weiter. Ist das ein Angebot? Ja, ich hätte mal vielleicht gedacht, vielleicht dein Psychologe, den du hast, dass der dir mal von der psychologischen Seite gut. mir mal einen Tipp geben kann und sagt, können wir auch da machen. Gibt's auch nichts oder das ist so, ungefähr ja. diese Richtung. Können wir auch mal, auf jeden Fall. Ich bin zwar auch nicht so ganz optimistisch, dass da groß was bei rumkommt, aber gerne kannst du mit einer Psychologin reden. Okay. Und ich bin immer sehr gespannt auf die Reaktionen von meinen Zuschauern und Zuhörern. Da kommen oft mal so schlaue Sachen raus. Also, liebe Leute, wenn ihr einen guten Tipp habt gegen Lampenfieber, meldet euch. Wir werden es dann dem Karl sagen, beziehungsweise weitergeben. Du bleibst im Apparat und die Elke ruft. Nee, du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja, alles okay. klar. Alles Gute. Ich danke dir. Und schönen alles Gruß klar. an die Edeltraut. Ja, mach ich. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Die Telefonnummer, die auch hier die Bianca gewählt hat. Hallo, Bianca. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Bianca? Und zwar, ich kann die Trauer von meiner Mutter nicht wirklich verkraften. Meine Mutter hat sich vor einem Jahr selber umgebracht. Ja. Und. Vor einem Jahr. Wie hat sie sich umgebracht? Mit Schlaftabletten und Morphium. Hast du sie gefunden? Ja. Ich bin morgen zum 9 zu ihr, wollte Kaffee kochen und sie hat immer geschlafen, also mit der Decke über den Kopf und ich so, okay, ich mach Kaffee, wollte sie dann wecken, hab den Kaffee zu ihr ins Bett gebracht und ja, meine Mutter ist nicht wirklich wach geworden. Das heißt, ich stelle mir das gerade vor, du kommst in das Zimmer rein, die Mutter liegt da, als würde sie schlafen. Mhm. Sah wahrscheinlich schlafend aus. Ja. Du sprichst sie an, sie reagiert nicht. Du sprichst nochmal, sie reagiert immer noch nicht. Und dann berührst du sie, vielleicht schüttelst und merkst... Ich habe die Decke runtergezogen und habe die ersten leichten Flecken im Gesicht gesehen. Gott, was macht man in dem Moment? Zusammenbrechen. Es war im Pflegehaus. Ich bin dann runter zur Schwester. Wie im Pflegehaus? Es war so vom Pflegestift aus. Es war so betreutes Wohnen. Ach so, die Mutter war schon schwer erkrankt. Meine Mutter war querschnittsgelähmt. Ah ja. Hat Knochenalterung gehabt und stand unter starken Morphium-Medikamenten. Und wurde schon versorgt und gepflegt? Genau. Wie alt war deine Mutter? 57. Ja. So, dann warst du nicht alleine. Du warst nicht alleine in einem Haus oder einer Wohnung, sondern in einer Gemeinschaft quasi durch diese Pflegeanstalt. Genau. Dann bist du irgendwo runtergelaufen zu anderen Leuten. Ja, zu dem Pflegepersonal. Die haben mir erstmal Beruhigungsmittel gegeben, haben dann auch die zuständige Ärztin geholt und da ist auch Polizei gekommen, haben mich mehrfach verhört.
Mhm. Haben dann gedacht, ich hätte meiner Mutter beim Sterben geholfen, mhm. dass ich Sterbebegleitung gemacht hätte. Ja. Was definitiv nicht der Fall war? Nein. Nein. Mhm. Ich höre, dass deine Mutter sehr schwer erkrankt war. Ja. Wie lange war sie schon so schwer erkrankt? Dass seit 1998 hat es angefangen. Meine Mutter hat einen Blasenriss gehabt. Ein Blasenriss? Ja. Mhm. Und da sie die Ärzte gedacht haben, wenn das Gewebe die Haut noch Berührung empfindet, können die Organe auch noch intakt sein, mhm. wollten aus dem Darm eine künstliche Blase erzeugen. Mhm. Der Darm war aber gelähmt vom Gewebe her und der Schuss ist nach hinten los. Nach der nächsten Operation ist meine Mutter ihr Darm geplatzt, dann haben sie einen Darmausgang noch gemacht. Mhm. Nach ungefähr eineinhalb Jahren ist meine Mutter mit knappen 35, 40 Kilo aus dem Krankenhaus raus, mhm. Haut und Knochen, war bulimiekrank, hat dann künstliche Ernährung bekommen und alles Mögliche. Du hast gerade gesagt, dass sie querschnittsgelähmt war. Mhm. Wie kam die Querschnittslähmung? Ich selber weiß es nicht, ich war da noch nicht da. Meine Mutter sei anscheinend aus dem Fenster gefallen. Das liegt aber länger schon zurück oder, ja. oder in dieser Krankheitsphase? Nee, schon viel, viel länger. Viel, viel länger. Also als sie jetzt so schwer krank war, was du gerade erzählt hast, da war sie schon querschnittsgelähmt. Ja, da war sie schon querschnittsgelähmt. Dadurch auch die Lähmung des Darmes, von dem du gerade gesprochen genau. hast. Genau. Mhm. War sie so krank, dass du sagst, eigentlich war sie nicht mehr heil, war sie nicht mehr zu heilen und es wurde immer schlimmer? Meine Mutter war vom Kopf her total fit. Sie hat alles um sie herum mitbekommen, hat normal reden können. Sie hat wirklich alles mitbekommen. Auch die Geburtstagsfeier von meiner Tochter, das war alles wunderbar. So vom Geistigen her war sie wirklich vollkommen fit. Mhm. Und wenn man Knochenalterung hat bis zum Becken und man wird dann zum Vollpflegefall, wenn man kein Becken, keine Füße mehr hat. Ich kann es verstehen, warum sie es gemacht hat. Du hast jetzt schon den Begriff gebraucht, Knochenalterung. Eiterung. Eiterung, Knocheneiterung. Mhm. Was genau bedeutet das? Die Knochen zerfallen, fangen an zu eitern. Das heißt, der Eiter kommt aus der Haut raus. Es gibt so richtige tiefe Löcher, wo das Eiter nur noch rausläuft, literweise. Hört sich ganz schlimm an, hört sich auch äußerst schmerzhaft an. Mhm. Und letztendlich zum Verzweifeln, wenn man so etwas hat oder wenn man einen Familienangehörigen hat, der so unter so einer solchen Krankheit leidet. Mhm. Es war der Beckenbereich befallen und die Beine, sagst du? Ja. Drohte es ihr auch, dass die anderen Bereiche des Körpers? Ja. Diese Krankheit ist nicht aufzuhalten? Nein. Hm. Wie weißt du darüber Bescheid, wie das kommt, dass man sowas kriegt? Der Arzt hat gemeint, es kommt von der Querschnittslähmung, dass der Körper einfach irgendwann mal ausgebraucht ist. Hm. Dass wenn man querschnittsgelähmt ist und die Füße immer nur am Boden hängen und nichts machen, kommt nicht oft vor, aber ziemlich bei Querschnittsgelähmten. Also war deine Mutter ein Pflegefall geworden? Ja. Ja. Und sie hat wahrscheinlich auch permanent extrem starke Schmerzmittel nehmen müssen, um das auszuhalten, oder? Mhm. Morphiumpflaster mit 100 Milliliter. Mhm. Hat deine Mutter einen Brief hinterlassen? Ja. Was steht in dem Brief? Dass sie mich sehr lieb hat, ich ihr nicht böse sein soll und dass sie auf mich und meine Tochter aufpassen wird. Mhm. Mehr nicht? Mhm. So etwas auch wie, ich kann nicht mehr oder ich möchte nicht mehr kämpfen, ich ertrage es nicht mehr? Nee, sowas nicht. Aber das ist der Hintergrund, ne? Ja, also sie haben viel gesprochen und wegen ihren Schmerzen, dass es einfach nicht mehr aushält. Und deswegen weiß ich auch den Grund. Ich bin oft nächtelang bei ihr im Bett gesessen und habe ihre Hand gehalten. Und sie hat dämlich geweint vor Schmerzen. Mhm. Jetzt muss ich mal noch was, entschuldige, wenn das eine doofe Frage ist, aber was Medizinisches fragen. Wenn man querschnittsgelähmt ist, hat man ja im unteren Bereich kein Gefühl. Mhm. Empfindet man aber dennoch diese schweren Schmerzen durch die Knochenalterung? Phantomschmerzen. Meine Mutter hat auch mal der linke kleine Zeh gejuckt. Das sind Phantomschmerzen. Also wie auch immer, die Frau hat sehr gelitten und sehr schwere Schmerzen gehabt. Ja. Gibt es bei dir, ich glaube, dass viele Leute, die jetzt zuschauen und zuhören, denken oder ein gewisses Verständnis dafür haben, dass deine Mutter das gemacht hat. Mhm. Weil vielleicht der eine oder andere von uns das auch machen würde. Hast du auch ein Verständnis? Von meinem Kopf her, wenn ich mich selber reinversetze, ich würde nicht anders handeln. Wenn ich weiß, ich bin danach Vollpflegefall, ich bin vom Kopf ganz klar. Mhm. Ich kann mich aber nicht mal selber anziehen, weil mein rechter Arm kaputt ist, weil ich da auch schon Schmerzen drin habe. Mein Becken ist weg und meine Füße ist weg und ich bräuchte 24 Stunden Pflege und bin geistig aber vollkommen zurechnungsfähig und ich sehe das alles. Mhm. Ich würde es auch machen. Aber vom Herzen her, es tut weh. Weihnachten, Silvester, ja. Das erste Mal ohne Mutter gewesen. Ja klar, weil der Verlust der Mutter ist einfach so groß. Ja. Auch wenn man vielleicht ein Verständnis hat und auch ein Mitgefühl, dass der Weg richtig war, für den sie sich entschieden hat, dennoch ist der Verlust sehr, sehr groß. Ja. Hm.
Es tut sehr weh und hat einfach niemanden mehr, mit dem man anrufen kann. Wenn ein Elternteil stirbt, das ist wie ein großes, leeres Loch. Ich meine, es ist kein Trost, aber wahrscheinlich hast du diese Gedanken auch schon gehabt, dass du dir überlegt hast. Es ist alles sehr schlimm und für mich, die Bianca, ist es auch ganz schlimm, dass meine Mama nicht mehr da ist. Aber sie hat jetzt nicht mehr leiden müssen. Sie muss jetzt nicht mehr leiden. Mhm. Ihr Leiden ist vielleicht um viele Jahre, ich weiß nicht, wie lange sich das noch hingezogen hätte, hat sich verkürzt und für sie ist es gut. Gelingt dir das, wenn du das vielleicht so hinbiegst, dass du von dir absiehst und sagst, für die Mama ist es gut, dass es so gekommen ist? Für sie ja, auf jeden Fall. Mhm. Bist du Einzelkind? Ja. Dann ist es besonders schmerzlich, ne? Ich habe mich um die komplette Beerdigung kümmern müssen, habe mich mit der Polizei rumgeärgert, ich habe alles alleine gemacht. Mhm. Das Verhältnis, war das immer gut zu deiner Mutter früher? Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Meine Mutter war auch wie mich für eine beste Freundin. Mhm. Dann ist es einfach ein ganz schlimmer und schwerer Verlust und ein Schmerz, bei dem einem auch eigentlich niemand wirklich helfen kann, den man ertragen muss. Mhm. Hast du Menschen, mit denen du sprechen kannst darüber? Ja, zwei Freunde. Du sagst Freunde, bist du auch in einer Beziehung? Ja. Und kannst du mit deinem Partner, kannst du darüber auch sprechen? Weniger. Wie kommt das? Meine Partnerin. Ach, du bist, ja, bist lesbisch, eine lesbische Beziehung? Mehr oder weniger, ja. Mhm. Sie hat gerade genügend selber Probleme mit ihrer Oma. Mhm. Kreislaufmäßig kippt sie immer um. Ist auch gerade nicht mehr Jüngste, über 80. Und hat gerade ihre eigenen Probleme. Mhm. Ich weiß nur noch bei ihrer Oma. Schon pflegt sie. Ja, aber ich höre, dass du dann doch schon ziemlich alleine bist mit deinem Schmerz. Und du nicht sehr viel sprechen kannst mit anderen Menschen darüber. Ja. Mhm. Daher auch der Anruf. Es ist ganz schlimm, wenn meine Tochter zu mir kommt und fragt, du Mama, wo ist Oma? Hm. Wie alt ist die Kleine? Jetzt 3, wird 4 im Dezember. Das kann man ihr ja gar nicht. Wie erklärst du dem Kind das? Ich habe es ganz krass gemacht. Meine Mutter, ich bin immer mit dem Bus dahin gefahren und meine Kleine war immer dabei. Hm. Und ich habe nur gemeint, die Oma, die ist jetzt nicht mehr da. Hm. Sie ist weg. Und habe ihr einfach nur gezeigt, dass die Wohnung leer ist. Und dann hat sie es auch irgendwie verstanden, dass sie einfach weg ist. Mhm. Dass sie auch nicht weiß, wo sie ist. Mhm. Kann man nicht so Sachen sagen zu Kindern, die ist jetzt beim lieben Gott, das ist im Himmel. Und jeder macht das anders. Mhm. Ja. Weißt du, ich habe gerade gesagt, das ist ein Schmerz, mit dem man den niemandem einen abnehmen kann. Das ist sicher auch so. Mhm. Aber ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, wenn man in einer Trauerphase ist und wenn man so große Schwierigkeiten damit hat, dass man zumindest ein paar Menschen hat, mit denen man darüber sprechen kann. Diese Gespräche bringen dir deine Mama nicht wieder, das ist mir klar. Aber es tut gut zu sprechen und es tut auch gut, das Gefühl zu haben, da ist jemand, der hört mir zu und der hat auch ein gewisses Mitgefühl. Wenn das in deinem Fall sehr schwierig ist im Moment, würde ich dir sehr dringend raten, damit du vielleicht auch wieder so ein bisschen auf die Bahn kommst, dass du dir zumindest für eine gewisse Zeit von außen, von einem Fremden, eine professionelle Hilfe suchst. Mhm. Ich würde dir sehr gerne anbieten, dass wir dir ein bisschen behilflich sind, da jemanden auch in deiner Umgebung zu finden. Ja, das wäre super. Ja, das machen wir sehr gerne. Das heißt, du legst gleich auf und wirst dann von uns, von meiner Psychologin, zurückgerufen. Mhm. Okay. Und dann hoffe ich, dass die Elke dir einen guten Tipp geben kann und dass dir etwas geholfen wird damit. Ja, danke. Ansonsten tut mir das sehr leid, was dir widerfahren ist und wünsche dir, dass der Schmerz nicht mehr so sehr lange, so schwer ist, wie er jetzt ist. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Jennifer, 19 Jahre alt. Hallo Jennifer. Hallo. Hallo Jennifer. Um was geht's bei dir, Jennifer, dein Thema? Ich bin seit 3, also fast 4 Jahren mit einem Südländer zusammen. Was heißt Südländer? Mit einem Türken. Ja. Er ist auch meine erste große Liebe. Mhm. Und ich habe auch erst nach 1,5 Jahren erfahren, dass er verheiratet ist. Mhm. Und dass er 2 Kinder hat. Oh, wie alt ist er? Er ist 29. Ja. Und dann kam halt auch während meiner Zeit noch das dritte Kind, eine Tochter. Wir sind halt jetzt fast 4 Jahre zusammen und ich kann ihn auch irgendwie nicht
loslassen. Ich weiß nicht warum. Mhm. Wenn er weggeht, dann laufe ich hinter ihn her, dann halte ich ihn fest. Und wo hat er denn seine Familie? Ist die auch hier in Deutschland oder ist sie? Ja, die ist auch in Deutschland. Er wohnt ein bisschen weiter weg und er hat mir halt gesagt, dass er mich nicht mit nach Hause nehmen kann wegen seinem Vater. Der möchte das nicht, weil er sollte keine deutsche Freundin haben. Mhm. Aber meine Mutter hat sich halt Sorgen gemacht und hat ein bisschen rumtelefoniert und hat dann halt mit seiner Frau gesprochen und hat es mir dann halt gesagt. Da war ich auch gerade schwanger von ihm, als ich das erfahren habe. Und musste das dann natürlich auch wegmachen. Er hat mir auch gesagt, dass ich das wegmachen soll. Und seine Frau hat halt gezwungen, dass sie ihr Kind behalten soll. Und ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Du bist 19 Jahre alt. Ja. Das Ganze fing vor 4 Jahren an. Ja. Wann hast du denn erfahren, dass er ein Doppelleben führt und dass er dich so belügt und betrügt? Nach anderthalb Jahren, über anderthalb Jahre waren das schon. Mhm. Also ich habe echt das niemals fassen können, dass das überhaupt so ist. Weil ich war da in so einer ganz anderen Welt. Also wo ich das erfahren habe, ich war einfach, kann ich gar nicht wiedergeben. Deine Mama hat das, deine Mutter hat das recherchiert. Meine Mutter hat das recherchiert, ja. Was hat denn deine Mutter für eine Meinung? Was rät deine Mutter dir, wie du dich verhalten sollst in der Situation? Ja, ich soll ihn loslassen. Ich lebe mein Leben nicht mehr. Er verbietet mir halt alles und ich mache auch alles, was er sagt. Was verbietet er dir denn? Ja, wegzugehen. Freunde, also wenn es Jungs sind, darf ich überhaupt gar nicht treffen. Mhm. Ich musste damals auch meinen besten Freund aufgeben für ihn. Habe ich auch alles gemacht. Lebst du mit deiner Mutter noch zusammen oder alleine? Nein, ich bin ausgezogen, als ich mit ihm zusammengekommen bin, weil meine Mutter das halt nicht so wollte und bin halt mit fast 16 ausgezogen. Das heißt, du hast eine eigene Wohnung? Ja. Und er bestimmt quasi dein Leben. Er sagt, das darfst du nicht. Genau. Er verbietet dir, dich mit Freunden zu treffen, geschweige denn mit Jungs zu treffen. Hm. Auch wenn du gar nichts von denen willst, das verbietet er dir auch? Das verbietet er mir auch wenn ich nichts von ihm. Ich meine, er war mein erster Mann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwas mit einem anderen Mann zu haben, aber er glaubt mir das nicht. Darfst du alleine mal in eine Diskothek gehen oder ausgehen? Nein. Auch nicht? Nein. Das heißt, du sitzt immer zu Hause und wartest darauf, dass er kommt und dass er sich um dich kümmert? Ja. Ja. Darfst du denn Freundinnen haben? Dürfen die zu dir? Freundinnen, okay, aber die dürfen auch zu mir, aber nicht mit denen irgendwie durch die Stadt oder sowas nicht. Du geht das ja 4 Jahre schon so. Da gibt es auch Urlaubszeit, wo man vielleicht auch mal irgendwo hinfahren will. Wie geht das? Fährt er mit dir weg? Nein. Gar nicht? Nein. Was machst du vom Beruf? Ich mache gerade eine Ausbildung zur Arzthelferin. Ja. Das heißt, du hast deinen Urlaub auch und sitzt dann allein zu Hause und wartest immer auf ihn? Ja. Er durchaus fährt aber vielleicht mal mit seiner Familie in die Türkei oder wo immer auch hin? Nein, ist er auch noch nicht. Also seitdem er mit mir zusammen ist, nicht. Er sagt auch, er liebt mich. Aber wir waren halt mal auseinander 2 Monate, aber dann kam er auch wieder an. Und das war dann für mich irgendwie so ein Beweis, dass er mich vielleicht doch liebt, wenn er nach 2 Monaten auch wieder ankommt. So redet man sich das ein, ne? So redet man sich das ein. Schlägt er dich? Ja, hat er mal gemacht, aber nicht so oft. Wie oft schon? 5-mal. Ist auch schon 5-mal zu viel, ne? Hm. Wie hat er dich geschlagen? Also es war schon richtig so, dass ich dann irgendwas Falsches gesagt habe oder so. Er ist halt schnell, dass er schnell ausrastet. Man darf ihm nichts sagen und... Du hast nur was Falsches gesagt und er hat dir ins Gesicht geschlagen? Ja, ins Gesicht. Sehr schlimm, dass du verletzt warst, geblutet hast? Also schon so, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin, dass die Polizei hier war. Mhm. So, Jennifer, das reicht mir eigentlich, was ich jetzt gehört habe. Um dir das zu sagen, was du wahrscheinlich schon vermutet hast, was ich dir auch sagen werde. Mhm. Dass du ohne Wenn und Aber, aber auch ohne Wenn und Aber von diesem Mann weg musst. Geht nicht. Doch. Geht nicht. Nein, es geht nicht. Das versteht mich keiner. Das geht nicht. Doch, ich verstehe das schon. Aber mit das geht nicht, kommst du nie weiter. Mit das geht nicht, bleibst du dein Leben lang eine Sklavin von diesem Mann. Dieser Mann schlägt dich, dieser Mann betrügt dich, dieser Mann fordert von dir Dinge, die er überhaupt nicht einhält. Der behandelt dich wie Dreck. Ich sag das jetzt mal wirklich so ganz klar. Er behandelt dich wie Dreck. Das weiß ich, aber ich laufe ihn hinterher. Ich halte ihn aber schlimm. Fest. Ja, aber das ist doch schlimm. Da kannst du mir doch nicht kommen, ich kann nicht. Dann streng dich an, verdammt nochmal. Tu es für dich, tu es für dein Leben. Willst du dein Leben lang so leben? Ohne Freunde, ohne Freiheit? Naja, nee. Das ist doch ein Höllenleben, was du da führst im Moment. Schön ist das nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Nein,
Das ist nur grauenhaft, was ich ja gerade gehört habe. Ich verstehe deine Situation. Ich kann auch bis zu einem gewissen Grade nachvollziehen, dass man in einer solchen Abhängigkeit zu einem Menschen ist. Aber da muss man alle Kräfte mobilisieren, die man in sich hat, um dagegen zu wirken. Das habe ich ja einmal versucht, aber das ging nicht. Das ist dann alles nur noch schlimmer geworden. Dann versuch es nochmal. Und der Versuch ist ein drittes Mal, Jennifer. Du bist 19 Jahre alt. Soll das jetzt die Zukunft vielleicht in den nächsten 10 Jahren sein? Willst du deine ganze Jugendzeit, deine junge Erwachsenezeit so verplempern, so vertun? Er wollte ja auch ein Kind, auch von mir. Ja, ja, was heißt das? Aber er hat dich auch schon gezwungen, eins wegzumachen. Ja. Er hat dich dazu gezwungen, ein Kind abzutreiben. Das musst du dir mal vorstellen. Er schlägt dich. Er verbietet dir alle möglichen Sachen. Er hat eine Familie. Er macht alles, was er will. Und du? Du bist irgend so ein Betthäschen. Das sagt mir jeder, nur ich kann es nicht glauben. Ja, du glaubst das schon. Ich glaube, dass du das glaubst, aber ich glaube, dass du es nicht schaffst, noch nicht geschafft hast, bisher dagegen anzugehen. Du siehst das schon, das glaube ich schon. Das merke ich, wie du redest. Die Situation ist dir klar. Man darf schon sich nicht... irgendwie, aber ich meine, man kann ja nicht sagen, warum ist er da mit mir zusammen, wenn er mich nicht lieben würde. Weil das äußerst praktisch für den ist, da so ein junges, hübsches Ding nebenher zu haben. Weißt du, wie das bei ihm zu Hause abläuft? Vielleicht ist er zwangsverheiratet worden, ist gar nicht scharf auf seine Frau. Weißt du, wie das da alles abgeht? Und da hat er Jennifer, wo er einfach immer hingehen kann. Jennifer liegt im Bett. Auf Jennifer kann er draufgehen. Ich sag das jetzt mal bewusst, alles sehr böse. Was will er mehr? Über Jennifer kann er bestimmen. Er ist Herr über Jennifer. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Wenn der dich lieben würde, dann würde der seine Familie verlassen. Dann würde er dich auf Händen tragen. Dann würde er sagen, Jennifer, was willst du? Du sollst entscheiden, es geht um dein Glück. Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch, dass es natürlich auch Strukturen bei Menschen gibt, die sehr schwer zu durchbrechen sind, aus so einer Situation herauszukommen. Ja, genau, das ist das ja bei mir. Das ist das. Ich schaff das so nicht. Und das ist dann wirklich manchmal auch wirklich ein seelisch-psychologisches Problem, wo man nur mit reiner Willenskraft gar nicht es schafft. Nee, genau. Und mit guten Ratschlägen. Wenn ich jetzt sage, du musst da raus, dann sagst du, ja, sehe ich ein, aber wie? Ich möchte, dass du jetzt noch ausführlich mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Es ist ein psychologisches Problem, Jennifer, ganz eindeutig. Und ihr beide beratet jetzt, was du tun kannst. Okay? Okay. Du legst auf und wir rufen dich, sprich Elke ruft dich zurück. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere erste Sendung nach der Sommerpause. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen sind wir wieder da. Heute war in der Technik Kerstin Klinger. Morgen 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis dahin. Ciao.